Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Das Ganze heute mal wieder im Speedbuild, weil wir heute einfach etwas Schwierigeres, Größeres vorhaben. Nämlich wollen wir den Bahnhof bzw. die erste Station für unsere Dampflok bauen, die dann später durch unseren gesamten Western Zoo bzw. Western Bereich, da bin ich mir noch unsicher, ob ich wirklich einen gesamten Zoo im Western-Style baue oder halt nur so einen etwas größeren Western-Bereich, weil das Problem sind natürlich die Tiere, die es gibt für Nordamerika, weil es da einfach nicht so viele gibt. Das haben wir uns ja schon öfter im Livestream angeschaut und sowas. Die meisten Tiere sind halt nur in Vivarien und Vivarien sind jetzt nicht so mega groß und mega spannend, dass man da wirklich einen gesamten Zoo draus bauen könnte. Deswegen wird es wahrscheinlich eher so auf einen etwas größeren Western-Bereich hinauslaufen, aber das ist ja an sich auch nicht schlimm. Und wie gesagt, diese Dampflok, die soll dann später einmal quer durch diesen gesamten Bereich dann fahren und eine coole Fahrt sein, schön gestaltet, schön über Brücken, durch Tunnel, durch die Gehege und sowas. Da werde ich mir sicherlich einige coole Sachen einfallen lassen. Und das ist jetzt sozusagen der Hauptbahnhof, wo dann die Gäste zum ersten Mal in diese Dampflok einsteigen können. Und das Schwierige ist, beziehungsweise das Schwierigste daran ist, was für mich auch das erste Mal war, das ist ein richtiges, begehbares, funktionierendes Gebäude. Das heißt, man muss vorher wirklich die Wege planen, was ich jetzt gerade schon im Hintergrund so ein bisschen mache. Und was später für mich auch noch echt Probleme bereitet hat, muss ich sagen, das werdet ihr auch noch öfter sehen, ist, dass ich das Ganze nicht im Weltraster bauen konnte, weil ich das ja sozusagen direkt an die richtige Stelle platzieren musste. Und die war leider vom Winkel her ganz leicht außerhalb von diesem Weltraster. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich damit meine. Also es ist halt, es gibt so ein Weltraster, das ist immer sozusagen das Standardraster, wie Sachen ausgerichtet sind. Und am besten ist es, wenn ihr zum Beispiel ein freistehendes Gebäude baut, baut das einfach in diesem Weltraster, weil dann kriegt ihr keine Probleme, wenn ihr mal irgendwelche Objekte dreht, irgendwelche Objekte kopiert oder irgendwelche Objekte an andere Objekte ranplatzieren wollt, weil die dann immer eigentlich vom Winkel her perfekt passen. Und da der ganze Bahnhof so ein bisschen vom Winkel außerhalb von dem Weltraster war, habe ich später echt beim Drehen von einigen Sachen und Kopieren einfach von einigen Sachen so ein bisschen Probleme gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das später sehen werdet im Schnitt oder nicht, weil ich werde davon wahrscheinlich viel rausschneiden, wenn ich da so frickelige Arbeiten und kleine Korrekturen und sowas mache. Also für mich hat das Ganze, dieser Bau, so ein bisschen länger gedauert, aber das ist ja an sich auch nicht schlimm. Es hat mir nämlich mega Spaß gemacht, weil es einfach mal was Neues war. So eine richtige Herausforderung, mal ein begehbares, funktionierendes Gebäude zu bauen, mit Wegen darunter, weil diese Wege muss ich dann natürlich später auch noch verstecken und sowas. Aber das werdet ihr alles gleich sehen. Was natürlich auch noch eine Herausforderung für mich war. Ich habe mir als Ziel gesetzt, möglichst wenig Teile zu verbauen. Das heißt, ich habe mich wirklich so ein bisschen durch die Teile geklickt und mir Sachen rausgesucht. Hier habe ich zum Beispiel im Hintergrund, das seht ihr gerade, das drehe ich jetzt gerade, so eine Wand gefunden. Die war, glaube ich, vom Design-Dingsbums her bei Neue Welt mit dabei. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, aber das sind halt wirklich so Holzplanken, die man einfärben kann. Und deswegen waren die eigentlich ziemlich perfekt. Die hätte ich wirklich schon vorher mal gebrauchen können bei einigen anderen Gebäuden. Da hätte ich mir sicherlich viele, viele Bauteile sparen können, weil ich wirklich schon teilweise Gebäude gebaut habe, wo ich sozusagen jedes Brett, was ihr jetzt hier bei dieser Wand seht, einzeln platziert habe. Und wenn ihr das dann mal auf die gesamten Wände von diesem Gebäude rechnet, dann könnt ihr euch ja ungefähr ausrechnen, wie viele Bretter oder wie viele Teile ich einfach an so einer Wand verschwendet habe. Und hier kann ich das Ganze halt jetzt schön mit einfach 5 Teilen regeln. Ist super entspannt. Also richtig cooles Teil, kann ich euch nur empfehlen. Schaut mal, falls ihr so ein Holzgebäude bauen wollt, bei den Neue Welt Sachen, da ist das irgendwo dazwischen in so einem relativ knalligen Blau, also das findet ihr eigentlich. Aber jetzt geht's hier eigentlich erst wirklich los mit dem Bau von dem Gebäude. Die erste Wand ist sozusagen gesetzt und jetzt gestalte ich die Wand natürlich noch so ein bisschen. Habe jetzt einfach nochmal das gleiche Teil auch nochmal genommen, gedreht, damit sozusagen die Holzbretter anders angeordnet sind. Und jetzt mache ich hier nochmal so eine kleine Leiste oben drauf. Das mache ich einfach, damit die Wand so ein bisschen Tiefe bekommt, weil wenn man einfach nur so eine glatte, gerade Wand macht, dann sieht das Gebäude später nicht so richtig, ja, cool aus. Also es ist immer sehr, sehr wichtig, finde ich, auf so kleine Details zu achten, dass wirklich die Wand nicht einfach nur glatt ist, sondern auch mal so unten irgendwie so eine Leiste hat, die so ein bisschen hervorsteht oder sowas. Ich finde, das macht immer schon ziemlich viel aus und genau das mache ich hier eigentlich. Also ich habe sozusagen die Grundwand und unten dann nochmal so eine kleine Holzbrettleiste, die ich jetzt nochmal mit so einer anderen Leiste so ein bisschen hervorhebe, die natürlich noch so ein bisschen weiter nach außen sticht sozusagen. Falls ihr euch fragen solltet, warum ich
unten den Boden noch nicht so richtig oder ganz komplett verlegt habe. Das habe ich einfach gemacht, weil ich noch so ein bisschen als Orientierung die Wege unten sehen will. Und ich werde auch noch oft irgendwie Bodenteile entfernen und dann wieder hinzufügen, weil ich natürlich immer diese Wege im Hinterkopf behalten muss für das Gebäude, weil ich ja an den passenden Stellen Türen einbauen muss und das Gebäude den Wegen natürlich anpassen muss. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich kopieren. Und hier kam schon das erste Problem so ein bisschen, was ich eigentlich sogar relativ schnell jetzt hier gelöst habe, weil es war nicht ganz im richtigen Winkel. Und jetzt seht ihr auch schon, dass ich hier nochmal die Wege entfernt habe, damit ich die Wand hier zum Beispiel im richtigen Abstand und in der richtigen Position platzieren kann. Das werde ich noch sehr, sehr häufig machen. Und jetzt kopiere ich wieder diese Wand und mache sie einfach erstmal als Querwand. Also als Grundriss für das Gebäude haben wir sozusagen erstmal einen eckigen Kasten. Die Herausforderung wird dann später, diesen eckigen Kasten so zu gestalten, dass er nicht so langweilig aussieht. Und wie wir das machen, das werdet ihr gleich dann noch sehen. Ein relativ leichter Weg, so ein viereckiges Gebäude etwas spannender zu gestalten, ist einfach eine Säule zu nehmen und an jeder Ecke diese zu platzieren. Gibt dem Ganzen noch mehr Tiefe und dadurch wird so ein viereckiges Gebäude einfach nochmal um einiges cooler. Also ich finde, der Effekt ist wirklich enorm dafür, dass es so wenig Aufwand ist. Und Säulen kann man aus Holz machen, aus Stein machen. Ihr könnt euch Säulen selber bauen mit Verzierung und sowas. Da kann man wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen, Entschuldigung. Und ja, so eine Säule, der Effekt ist wirklich enorm dafür, dass man so wenig Arbeitsaufwand hat. Und jetzt kommen wir hier schon zum Dach. Ich habe mich dafür Schiefer entschieden, weil das einfach meiner Meinung nach am besten zum Wild West passt. Aber jetzt achtet mal darauf. Ich drehe jetzt das Dach und passe das so ein bisschen an, weil es einfach nicht im Weltraster ist. Wenn ich im Weltraster gebaut hätte, dann wäre es direkt von der Ausrichtung her perfekt gewesen. Jetzt kann ich es halt nur so ein bisschen nach Augenmaß anpassen. Und dann bekommt man einfach, wenn man es nicht richtig gemacht hat, teilweise Probleme beim Kopieren. Jetzt hier beim Dach habe ich es zum Glück einigermaßen richtig gemacht, wie ihr seht, weil ich kann das jetzt alles so anpassen, wie ich möchte. Wo ich das hier gerade sehe, kann ich euch auch noch einen kleinen Tipp ans Herz legen. Ich hatte es damals immer so, als ich Gebäude gebaut habe, dass, ja, man kommt ja bei so Dächern, Wänden, Böden und sowas in dieses orangene Raster. Und ich meine, das kann man natürlich auch so ein bisschen kleiner einstellen und sowas, die Dächer dann so ein bisschen platzieren. Aber ich hatte es dann zum Beispiel so, dass ein Dach zu viel übergestanden hat oder zu wenig in diesem Raster. Wenn ihr sowas habt, dann holt euch einfach dieses eine Dach, was übersteht sozusagen, aus dem Raster, aus der Gruppe raus. Und dann könnt ihr es wirklich individuell so platzieren, wie ihr es gerne hättet. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade verständlich erkläre oder nicht. Aber seid nicht so, also lasst euch nicht so einschränken von diesen Rastern. Ihr könnt einfach, wenn euch irgendwas nicht passt, holt es einfach aus dieser Gruppe raus. Und dann könnt ihr es wirklich individuell so platzieren, wie ihr möchtet. Ich habe allgemein so beim Bauen so ein bisschen für mich entdeckt, dass es super wichtig ist, welche Objekte man in eine Gruppe packt und Objekte aus einer Gruppe rauszuholen und sowas, wenn man die dann platziert. Das hilft einfach richtig enorm beim Bauen. Da geht es auch viel, viel schneller und was natürlich auch immer sehr, sehr praktisch ist, arbeitet so, dass ihr Sachen kopieren könnt. Also wenn ihr zum Beispiel eine Wand habt mit irgendwelchen Zierleisten, Deko-Elementen und so weiter, die diese Wand auch überall haben soll, zum Beispiel wie bei mir jetzt unten diese Holzleiste, dann macht sozusagen erstmal einmal diese gesamte Wand fertig und dann kopiert die gesamte Wand, weil dann müsst ihr diesen Aufwand, diese Zierleisten und Deko-Elemente zu erstellen, nur einmal machen. Und wenn ihr sozusagen erst einmal die Wand komplett rumrum zieht und dann die Zierleiste komplett rumrum zieht, müsst ihr sozusagen diese Zierleiste jedes Mal bei jeder Wand erneut machen. Also man kann das natürlich dann auch kopieren, aber es ist immer sehr empfehlenswert, so zu arbeiten, dass man Sachen sozusagen einmal fertig herstellt, so wie man sie kopieren möchte. Und dann kopiert man sie erst, also nicht direkt kopieren am Anfang. Ich habe absolut keine Ahnung, ob ihr das jetzt verstanden habt mit dieser mündlichen Erklärung, aber ich finde auch sowas zu erklären, ohne Bildmaterial dazu zu zeigen im Hintergrund, ist sehr, sehr schwierig. Also das einfach nur verbal zu erklären, da kann man auch immer schlecht einschätzen, ob es der Gegenüber, also ihr jetzt in dem Fall, verstanden hat. Vielleicht kann ich ja mal, wenn ich mich noch ein bisschen mehr reingefuchst habe in das Spiel, dass ich so ein kleines Tutorial für euch mache, so ein Baututorial mit meinen persönlichen Tipps und Tricks, die ich mir mittlerweile erarbeitet habe, rausgefunden habe, dass ich euch die mal nahe bringen kann, weil da sind schon einige nützliche Sachen bei, die euch sicherlich beim Bauen helfen würden. Falls ihr Interesse an sowas habt und sowas gerne sehen wollt, also so ein Baututorial oder Tipps und Tricks zu Planet Zoo, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wenn einige von euch daran Interesse haben, kann ich mich ja mal hinsetzen und für euch
so ein Tipps und Tricks bzw. Tutorial-Videos produzieren. Was mir gerade noch so auffällt, wenn ich hier das Schieferdach im Hintergrund sehe, ich finde, dieses Schieferdach ist eigentlich sehr, sehr cool, ist auch sehr, sehr passend also zum Wild West Theme. Die haben nämlich sehr, sehr häufig diese Schieferplatten auf ihren Dächern verwendet. Was ich zum Beispiel jetzt nur sehr, sehr schade finde, war, dass man dieses Schieferdach nicht einfärben kann. Also es wäre echt cooler, wenn bei Planet Zoo es noch mehr Objekte geben würde, die man einfärben kann, weil es wäre nice, wenn man das Schieferdach zum Beispiel so ein bisschen dunkler gestalten könnte hier, weil es war mir tatsächlich ein bisschen zu hell, aber es war trotzdem mit Abstand das Dach, was mir am besten gefallen hat zu meinem Haus. Deswegen habe ich mich dann auch im Endeffekt dazu entschieden. Als nächstes kommen wir dann zu diesen nervigen Lücken bei Schrägdächern, die entstehen. Die sind immer relativ schwierig auszufüllen, wenn man so individuelle Teile benutzt, wie ich das hier mache. Es gibt natürlich diese fertigen Teile, da hat man dann diese Schrägen, die man auch braucht. Aber ansonsten kann ich es euch nur empfehlen, diese Form zu benutzen. Die gibt es ja, die kann man dann auch in allen Farben und sowas einzufärben. Weil wenn man das Ganze zum Beispiel mit Brettern machen würde, dann kann man die Bretter auch nur schräg anordnen, wenn man es vernünftig haben will. Weil das sonst oben nicht passen würde, weil die Bretter oben durchs Dach schauen würden sozusagen. Deswegen sind, glaube ich, meiner Meinung nach diese Formen dafür am besten geeignet. Und dass man die dann halt färben kann, wie man sie gerne hätte, ist natürlich auch super, super praktisch. Ich mache mich jetzt auch schon hier direkt an die Gestaltung von der ersten Wand hier. Habe mich dafür so ein kleines Schild entschieden. Da kommt nämlich jetzt auch gleich ein Name drauf. Nämlich der Name, wie unsere Station bzw. der Bahnhof am Ende heißen soll. Und da kommt ihr auch wieder ins Spiel. Ich habe noch keinen Namen für mich persönlich gefunden. Deswegen schreibt ihr auf jeden Fall mal, also ich würde mich zumindest freuen, wenn ihr es machen würdet, einen passenden Namen unten in die Kommentare. Und ich werde dann den meistgelikedesten, also liked einfach die hoch, die ihr cool findet, den meistgelikedesten werde ich dann nehmen und als Bahnhof bzw. Stationsnamen dann verwenden. Denkt auf jeden Fall daran, das ist sozusagen der Hauptbahnhof, der unten direkt in der Western-Hauptstraße der erste Bahnhof ist, wo die Leute sozusagen hin können. Ihr könnt natürlich auch beispielsweise einfach nur Hauptbahnhof schreiben. Es soll natürlich ein passender Name sein. Der würde in dem Fall passen. Und wenn das der meistgelikedeste Kommentar wäre, dann würde ich den Bahnhof halt dann so nennen. Ist dann halt so. Würde ich aber tatsächlich ein bisschen langweilig finden, wenn er einfach nur Hauptbahnhof heißt. Also wäre jetzt schon cool, wenn er irgendwie einen besonderen Namen hat. Also so einen kreativen Namen. Lasst euch einfach was einfallen. Und wie gesagt, liked die Sachen einfach so ein bisschen hoch. Und ich gestalte jetzt hier im Hintergrund noch so ein bisschen die Wände und das Gebäude weiter. So, da bin ich wieder und ihr seht gerade, wie ich hier den ersten Eingang in unserem Bahnhof sozusagen oder Durchgang in unserem Bahnhof baue. Das ist gar nicht so einfach, weil die Leute ja wirklich diesen Eingang später benutzen sollen können und das dadurch halt echt eine Herausforderung war. Ich musste den halt wirklich
auf den Wegen platzieren und den sozusagen so ein bisschen drumherum bauen. Und ich glaube, wir kommen auch gar nicht darüber hinweg später, dass ich das Interieur gestalte, weil man einfach durch diesen Durchgang sozusagen immer durchgucken kann. Und ich glaube, deswegen müssen wir später auch das Gebäude noch von innen gestalten. Das werde ich aber nicht mehr in dieser Folge machen, weil die Folge ist, glaube ich, jetzt schon relativ lange und die wird auf jeden Fall auch noch länger werden, weil der Bahnhof wird in dieser Folge auf jeden Fall von außen soweit fertig werden. Ja, ich baue jetzt hier gerade sozusagen nochmal so ein kleines Mini-Vordach, was über die Tür kommen soll. Einfach als Deko-Element. Solche kleinen Deko-Elemente sind natürlich immer Arbeit, aber ich finde, die machen später optisch wirklich viel aus. Gerade was die Tiefe von dem Gebäude und die Wände und sowas angeht. Wenn ihr mal überlegt, dass das am Anfang einfach nur ein Kasten war und wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, wie das Ganze jetzt schon aussieht. Also sieht jetzt wirklich nicht mehr durch diese ganzen Details und Kleinigkeiten, sieht es halt schon wirklich nicht mehr wie so ein Kastenhaus aus. Jetzt platzieren wir nochmal wieder die Bodenplatten sozusagen rein und dann nochmal ein paar Fenster schon mal hier an die Seite. Die Fenster habe ich übrigens auch mir sozusagen zwei Fenster übereinander gelegt und gedreht, damit die einfach ein bisschen anders aussehen als diese Standardfenster, die man im Spiel kennt. Und jetzt habe ich sogar hier nochmal einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr so einen Durchgang oder eine Tür oder sowas baut und mal so ein Größenvergleich braucht, wie so groß so ein Mensch dagegen ist, platziert euch einfach einen Mitarbeiter. Ich habe jetzt in diesem Fall einen Mechaniker oder Techniker genommen und jetzt könnt ihr genau an dem sehen, wie groß oder wie hoch der Eingang sein muss, damit das Ganze später von der Höhe her passt. Ich werde jetzt im Hintergrund noch so einige Dinge kopieren, einige Dinge gestalten, die ganzen Fenster anbringen und sowas. Und ich würde sagen, in der Zeit, wo das Ganze im Hintergrund passiert, würde ich mal gerne mit euch über etwas reden, was wahrscheinlich noch sehr, sehr weit entfernt ist, nämlich mögliche DLCs für Planet Zoo. Was wünscht ihr euch da so am meisten für eine Welt? Also ich habe schon bei Tierwelten gelesen, zum Beispiel Antarktis habe ich schon gelesen. Finde ich sehr interessant, weil stellt euch mal vor, dann hast du so eine Eiswelt mit Pinguinen, mit Eisbären, mit Seehunden und was es da nicht alles gibt. Da gibt es ja sicherlich viele Tiere. Könnte ich mir auf jeden Fall richtig cool vorstellen. Und dann kann man so einen richtig coolen Antarktis-Schneezoo bauen. Das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr cooles DLC. Und ich habe natürlich noch gelesen, eine sehr vielfältige Tierwelt auf jeden Fall. Australien nämlich. Australien ist auch wirklich richtig gut geeignet für so ein DLC mit dem Outback, mit den ganzen Kängurus. Was gibt es denn noch in Australien für Tiere? Gute Frage, ich kenne mich da gar nicht so viel aus. Krokodile gibt es da, glaube ich, viele. Also in Australien, die Tierwelt in Australien ist ja wirklich richtig, richtig groß. Und vielleicht wird ja auch noch irgendwann so ein Wasser-DLC rauskommen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, so ein SeaWorld-DLC, wo man dann Aquarien bauen kann mit irgendwelchen coolen Moränen oder Quallen oder anderen Wassertieren. Also das könnte ich mir auf jeden Fall auch richtig gut vorstellen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für ein DLC ihr euch so am meisten wünschen würdet. Und das müssen auch nicht unbedingt Tier-DLCs sein. Man kann ja auch zum Beispiel Deko-Elemente als DLCs nehmen. Zum Beispiel eine Westernwelt, wie ich sie jetzt hier baue, könnte ja rein theoretisch auch noch als DLC rauskommen mit irgendwelchen nordamerikanischen oder mittelamerikanischen Tieren und zusammen so als Deko-Welt, wo du dann Deko-Elemente hast, die halt in den Wilden Westen passen. Oder man könnte auch zum Beispiel, was ich auch aus Rollercoaster und so kenne, Science-Fiction-Welt gibt es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das so geeignet ist für ein Zoo, aber ich habe eigentlich immer, Science-Fiction gibt es irgendwie immer. Das ist dann wirklich so
zukunftsmäßig, aber wäre, glaube ich, auch cool, wenn man so ein Zukunftszoo bauen würde. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Dino-Welt gab es, glaube ich, auch beim Rollercoaster. Was gab es denn da noch? Adventure, Piraten. Piratenwelt gibt es auch noch. Piraten-Thema. Also da gibt es richtig viele Möglichkeiten noch. Und ich glaube, wir sind bei Planet Zoo wirklich noch richtig im Anfangsstadium. Das Spiel wird wahrscheinlich noch richtig mega krass und cool werden, wenn diese ganzen DLCs dann irgendwann nach und nach kommen und die ganzen weiteren Tiere. Und die Tierwelt ist ja wirklich gigantisch. Also ich glaube, an DLCs oder DLC-Ideen wird es den Entwicklern von Frontier oder von Planet Zoo nicht fehlen. Ich sehe gerade, wir sind jetzt schon über 20 Minuten hier im Video, was für ein Speedbuild echt sehr, sehr lang ist. Aber ich habe auch etwas länger daran gesessen. Also es ist kein Wunder. Also ich habe halt sehr auf kleine Details und so geachtet, was ihr hoffentlich erkennen könnt. Falls nicht, dann ist es wohl nicht so gut gelungen oder so gut geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich bin eigentlich bis jetzt schon sehr, sehr zufrieden mit dem Bau von dem Bahnhof. Ich widme mich jetzt endlich mal der Vorderseite sozusagen von dem Gebäude. Habe jetzt die Hinterseite oder die Rückseite da, wo der Steg heißt das gar nicht, Gleis, wo das Gleis ist, wo der Zug abfährt. Die Seite habe ich schon mal soweit fertig. Und jetzt geht es hier an den Haupteingang erstmal in das Gebäude. Da habe ich auch nochmal so ein kleines Vordach gemacht. Und das möchte ich jetzt nochmal mit so Stützpfeilern abstützen. Und wenn ich das Ganze natürlich hier gerade mache, wäre ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich die Dinger so ein bisschen abgeschrägt und abgerundet, weil das einfach nochmal etwas besser aussieht, meiner Meinung nach. Dann mache ich jetzt hier nochmal so ein paar Querstützpfeiler. Die können nicht schaden, finde ich, sehen immer nice aus. Dadurch sieht das Ganze einfach ein bisschen realistischer aus, weil es halt ein bisschen realistischer abgestützt wird. Und damit haben wir schon mal den Haupteingang sozusagen fast fertig. Na, drin sieht es natürlich noch aus wie Hulle und richtig Chaos. Da werde ich mich schon drauf freuen in der nächsten Folge, wenn wir das gestalten müssen. Da müssen wir, glaube ich, erstmal von ein bisschen aufräumen von außen wahrscheinlich, weil viele Sachen und Gegenstände halt durch das Gebäude durchragen nach innen und die werden wahrscheinlich später für Probleme sorgen, wenn ich dann das Interieur in der nächsten Folge gestalte. Ich habe jetzt hier einfach ganz simpel nochmal dieses Holz, diesen Holzvorbau, den ich auf der Rückseite gebaut habe, einfach nach vorne kopiert, damit das Haus von vorne nicht auch so ganz oder nicht so eckig aussieht. Und ich finde, das passt eigentlich ziemlich, ziemlich gut an diese Stelle hier. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Folge wirklich fast die 30 Minuten knacken könnte, weil ihr müsst mal überlegen, ich muss noch die ganzen Geländer und so, die kommen gleich noch und auch noch andere Kleinigkeiten, die ich machen muss. Also ich glaube, das wird noch ganz schön happig hier. Also die Folge wird ziemlich, ziemlich lang. Ich hoffe, das findet ihr nicht allzu schlimm. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie lang für euch so ein Speedbuild am besten sein sollte, weil ja eigentlich schätzt man ja so beim Speedbuild eher so auf um die 15 Minuten, würde ich sagen. Das ist jetzt hier schon oder wird wahrscheinlich fast das Doppelte werden an Zeit. Ich hoffe wirklich, dass es euch nicht zu lang ist und dass die meisten jetzt hier noch zuschauen und nicht abgeschaltet haben. Als nächstes habe ich mich dann an das Geländer gewagt und ich habe da auch aus diesem asiatischen Theme auch so ein etwas größeres Geländer gefunden, was sich ja eigentlich angeboten hat, weil ich ja möglichst mit wenig Teilen bauen wollte. Es ist natürlich viel, viel schwieriger, wenn man mit großen Teilen arbeitet, weil man die viel schlechter von den Längen und sowas variieren kann. Aber es ist natürlich gut, wenn man möglichst wenig Teile dafür verwendet, weil wenn ich so einen Zaun aus einzelnen Brettern wieder baue, habe ich natürlich wieder wesentlich mehr Teile. Dann hätte ich für ein so ein Zaunstück wahrscheinlich irgendwie 6, 7, 8 Teile und so habe ich halt nur ein Teil. Das ist natürlich schon ziemlich nice. Jetzt seht ihr nochmal, was ich vorhin angesprochen hatte. Wenn ihr etwas habt, was in diesem orangenen Raster ist, aber was zum Beispiel von der Länge nicht ganz passt, so wie ich das jetzt hier hatte, dann löst einfach diesen Teil und kopiert den sozusagen nochmal dieses Stück da länger. Und wenn die dann so ineinander glitschen von der Textur, das kommt auch manchmal vor, dass das so flackert, dann müsst ihr die einfach einmal senken und wieder anheben und so einen ganz kleinen minimalen Höhenunterschied machen. Dann habt ihr das mit den Flackern in der Regel auch schon behoben. Hab dann jetzt hier den Zaun nochmal umgefärbt in so einen anderen rötlicheren Braunton, weil ich den ein bisschen schöner fand. Und dann habe ich mich mal an so eine kleine Treppe hier gemacht, um dann den Weg hier auch noch zu verstecken. Es wird dann leider nicht ganz perfekt sein. Also die Füße von den Leuten, das seht ihr jetzt gerade schon bei der Verkäuferin im Hintergrund, die werden immer so ein bisschen in den Boden reinglitschen, aber das werden wir sowieso allgemein so ein bisschen haben. Das finde ich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also solange dann das Gebäude wirklich begehbar ist und die Leute da rumlaufen können, also
dann finde ich das gar nicht so schlimm. Im Prinzip geht aber jetzt relativ viel Copy-Paste los. Ich werde auch einiges davon rausschneiden, weil ich werde jetzt ganz viel von diesem Geländer platzieren und verteilen über den gesamten Bahnhof, so auf der Rückseite gerade relativ viel. Aber wie gesagt, davon werde ich wahrscheinlich ein bisschen was rausschneiden. Wir sind immerhin schon bei 25 Minuten. Wir wollen ja nicht, dass das hier eine 50-Minuten-Folge wird, wobei einige von euch das sicherlich feiern würden. Als nächstes habe ich mich dann einem relativ schwierigen Problem gewidmet, nämlich dem Eingangsweg zu unserem Zug dann hin. Ich hatte den ja eigentlich erst so abgerundet geplant zu unserem Hauptweg, aber das war dann nicht so gut umsetzbar und sah auch nicht so gut aus, wie ich es mir am Ende vorgestellt hatte. Deswegen habe ich mich jetzt hier für eine andere Variante entschieden, die ich jetzt im Endeffekt sogar ziemlich cool finde, nämlich dass der Weg sozusagen von innen aus dem Gebäude rausgeht, hier an der Seite an so einer kleinen Tür, die ich da gleich einsetzen werde. Ist natürlich dann auch nice, weil die Leute dann wirklich den Haupteingang vom Bahnhof benutzen müssen, einmal durch das Gebäude durchgehen und sozusagen dann hinten zu dem Steg rauskommen und in den Zug steigen können. Das wird hoffentlich später ziemlich, ziemlich cool aussehen. Ich habe es mir auch hier wieder relativ einfach gemacht. Habe einfach den Torbogen, den ich schon beim Haupteingang hatte und bei der Rücktür, habe ich mir einfach hier auf die Seite kopiert und habe den dann einfach hier so ein bisschen an diesen Weg hier angepasst. Falls ihr euch fragt, warum der Weg so schief und ungerade ist, das ist im Prinzip gar nicht so wichtig, weil wir das später ja sowieso mit unseren Holzböden verdecken werden und dann wird man das gar nicht mehr sehen. Die Leute werden dann natürlich so geschlängelt da so ein bisschen langlaufen, aber die Leute, die laufen sowieso auch so ein bisschen abseits vom Weg, habe ich das Gefühl, und drängeln sich auch so ein bisschen darunter. Wobei ich gar nicht weiß, wie das bei diesen Warteschlangenwegen ist. Wahrscheinlich stellen die sich da eher richtig an und drängeln gar nicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber das Schöne ist, den Warteschlangenweg, den kann man auch ziemlich schmal machen. Dadurch konnte ich die Tür hier an der Seite so ein bisschen auch schmaler machen und dann war die nicht so riesig. Das fand ich eigentlich dann noch um einiges schöner. Ich habe dann der Vollständigkeit halber hier vorne noch die dritte Treppe hingemacht, auch wenn die sozusagen nicht benutzbar war, weil da war ja kein Weg unter, sondern nur die linke und die mittlere. Aber das ist ja an sich gar nicht schlimm, ne? Man muss ja nicht alles benutzbar machen. Es kann ja auch etwas nur optisch sein. Das macht ja im Prinzip rein gar nichts. Die Leute kommen dann sozusagen aus dem Gebäude raus und laufen dann da rum später. Hoffentlich. Das werden wir dann gleich am Ende sehen. Dann habe ich angefangen, schon mal so ein bisschen Deko zu platzieren. Habe dafür mir erstmal so ein paar Blumentöpfe hier genommen und die vorne hin platziert. Ich habe ja schon öfter gesagt, Pflanzen kann man nie genug haben. Die machen alles viel, viel lebendiger und viel freundlicher für die Besucher, so viel einladender. Deswegen durften die natürlich hier bei diesem Gebäude auch nicht fehlen. Habe mich aber für schlichte grüne Pflanzen hier entschieden, weil mir das mit dem Gelb eigentlich schon von der Farbe her relativ ausgereicht hat. Wir werden natürlich nachher auch noch außenrum Felsen machen, Bäume und so. Das wird auch nochmal viel wegmachen. Wahrscheinlich machen wir das schon in der nächsten Folge. Dann machen wir wahrscheinlich das Interieur und außenrum so ein bisschen die Gestaltung. Und der Tunnel kommt natürlich noch, ne? Der Tunneleingang und sowas wird auch noch sehr interessant, weil wenn man aus dem Bahnhof rausfährt, kommt man ja relativ schnell schon in diesen Tunnel rein und das wird auch, glaube ich, nochmal ziemlich, ziemlich schwierig werden, weil unter Tage zu arbeiten ist ja mit der Kameraführung immer nicht ganz so einfach, wobei man in den Einstellungen noch einiges einstellen kann und so ein bisschen da rumspielen kann, was vermutlich auch so ein bisschen helfen wird. Dann habe ich mir einfach nochmal so ein paar passende Objekte geschnappt. Es gibt ja leider noch keine Western-Objekte, ansonsten wäre das hier mit der Gestaltung natürlich viel, viel cooler und viel, viel einfacher noch. Aber einfach so standardmäßig ein paar Orangen in ein paar Körbe gepackt. Dann habe ich mich nochmal hier so ein bisschen durchgeklickt. Habe dann nochmal hier diese, was sind das für Säcke? Ich weiß es gar nicht. Reissäcke, Kartoffelsäcke, kann ja alles drin sein. Die habe ich mir auch geschnappt. Die passen ja eigentlich auch immer ganz gut an so einen Bahnhof bei der Westernwelt, weil ja rein optisch so Sachen hier beim Bahnhof transportiert werden und die dann hier sozusagen in die Ecke abgelegt wurden. Habe auch versucht, das so aussehen zu lassen, als wenn die wirklich da random hingeschmissen wurden und so ein bisschen aufeinander liegen. Das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Hat aber mit ein bisschen Rumdrehen und sowas dann ganz gut geklappt, finde ich. Also sieht zumindest aus, als wenn die da einfach hingeschmissen wurden. Dann bin ich nochmal auf die Vorderseite gegangen. Auch dort habe ich mich dann wieder an diesen Körben und Eimern und sowas so ein bisschen bedient.
Weil ich habe jetzt echt nicht so viele passende Deko-Elemente gefunden, muss ich sagen. Ich hätte natürlich nochmal so eine Kutsche oder so einen Hubwagen oder sowas bauen können. Vielleicht mache ich das auch noch nächste Folge. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir den direkt auf dem Bahnhof jetzt platzieren können. Vielleicht können wir den so ein bisschen daneben stellen oder sowas. Das könnte, glaube ich, nochmal ganz cool aussehen. Dann habe ich mir hier nochmal so diesen anderen Sack geschnappt, der sozusagen offen oben ist. Und der lag dann da so, als wenn das umgekippt wäre und so ein bisschen diese Tomaten oder roten Dinger, Äpfel, weiß ich nicht, was das sein sollte, da rausgelaufen sind. Und im Prinzip war es das jetzt dann für die heutige Folge. Der Bahnhof ist jetzt von außen soweit fertig und ich würde sagen, wir schauen uns den mal direkt an. Ja, Leute, das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge. Falls sie euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Und ich würde mich auch sehr über einen Kommentar unten freuen. Ich habe ja einige Fragen an euch gestellt und wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr die beantworten würdet. Ich werde sie auf jeden Fall alle lesen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.